hier rein, ne? Oh, was war da? Da müssen wir vorsichtig sein, sonst geht's ab. Das ist sofort wieder raus, den Anker. Das Material hält nicht stand, einer ist jetzt gebrochen. Vielleicht kann der gute Muddy Socks ja irgendwie mal zwei, drei richtig stabile, fette, wie nennt man die Dinger? Wurfanker bauen, schweißen, richtig massiv für die Jungs und dann, können wir ihnen das zuschicken. Also, Muddy Socks, hast du Bock, ein paar Wurfanker zu schweißen? Yo, servus Mattis, grüß dich, ich hoffe, alles gut bei dir. Hast du zufällig das Video von Fritz Meinecke gesehen, wo der den Enderhaken die ganze Zeit abgerupft hat beim Müllangeln? Baust du zufällig schon einen Enderhaken? Weil wenn nicht, würde ich das diesmal machen. Ich habe mir eine neue Maschine gekauft, die ich dafür perfekt benutzen könnte. Hey Phil, ich habe das Video natürlich gesehen. Echt komisch, dass diese Haken immer abgebrochen sind. Also ich habe eigentlich gerade relativ viele andere Projekte. Also wenn du Bock darauf hast, das zu machen, dann... Ja, Mann, go for it. Bin gespannt, was du machst. Alles abgeklärt mit Mattis. Das bedeutet, im heutigen Video bauen wir mal einen Enterhaken. Warum auch nicht? Also, was werden wir jetzt hier genau tun? Ich habe im Video rausgehört, dass das Ding super massiv werden soll. Deswegen habe ich mich für 10er Flachstahl entschieden. Und hier haben wir eine 25er Vollwelle. Also das Ding wird super, super massiv. Der Plan ist, dass wir irgendwie die Teile so bearbeiten, dass wir die später hier so dran brutzeln können. Dafür werden wir auch die Horizontalfräse benutzen, weil auf was Rundes kann man natürlich nicht so gut schweißen. Und so wird das Ganze dann irgendwie draufkommen. Dann müssen wir hier oben noch was dran drehen, dass wir ein Gewinde haben für so eine Lasche, damit wir auch das Kletterseil einhängen können. Und ich würde sagen, wir fangen als erstes damit an, diese Welle so ein bisschen zu präparieren. Oh, jetzt schon stumpf oder was? Auf die Details kommt es an. Ich habe jetzt einmal das ganze Bauteil überdreht, damit die Oberfläche pico ist. Hier wird ja wie gesagt dieser Bolzen dran kommen, damit man das Ganze auch irgendwo dran festmachen kann. Und hier unten so ein kleines Detail, ich habe das so ein bisschen abgerundet, damit es ein bisschen schicker aussieht. Als nächstes müssen wir uns um die Fräsung kümmern. Diese Platen stellen werden wir mit dieser wunderschönen Maschine fräsen. Die habe ich noch relativ frisch, also habe ich mega Bock, die auch zu benutzen. Aber bevor wir die benutzen können, müssen wir erstmal die gefühlt 200 Schmiernippel ölen. Da. Geölt haben wir sie mal, jetzt können wir fräsen. Also wir müssen jetzt immer schauen, wenn wir das Teil später drehen, dass wir immer an der gleichen Position das Ganze tun. Das bedeutet, dass wir auch außerdem einen Parallelanschlag brauchen. Wir haben hier die Möglichkeit, Anschläge einzustellen. Ein bisschen rumkloppe. Jetzt sind wir auf 0. Ich glaube, gleich kommt das Schwierigste an dem ganzen Projekt. Und zwar das Teil hier gleichmäßig dreimal rumdrehen. Wenn du ein paar Infos zu dieser Maschine haben möchtest, dann verlinke ich dir mal das Video oben rechts im Eck. Da zeige ich dir die Maschine komplett mit den Drehzahlen, mit den Vorschüben, wie man das einstellt, die ganzen Schmierpunkte, wie man hier oben dieses Teil ab- und anbaut und einstellt. Das ist nämlich ganz, ganz interessant. Ich merke gerade, ich habe vergessen, hier oben das Teil zu ölen. Wie gesagt, das Video verlinke ich dir oben rechts.
Es gibt für diese Anwendung, was ich jetzt hier gerade mache, gibt es spezielle Teilapparate. Da kann man das dann eingespalten lassen und kann halt eben die Teile entsprechend drehen. Und halt auch vor allen Dingen sehr, sehr genau. Ich werde es aber heute mal mit einer anderen Methode probieren. Das Teil ist bestimmt schon über 60 Jahre alt, schneidet dafür aber immer noch richtig gut. Das hat bis jetzt alles echt ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt hier oben schön diese Öse, an der man das Kletterseil, was ich euch später zeigen werde, gut dran festmachen kann. Wir haben hier unten an drei Positionen eine flache Stelle, wo wir dann hier diese Schenkel anschweißen können. Aber die Form von diesen Haken ist, glaube ich, noch nicht so ideal. Viel besser wäre so eine Form, damit wir da noch wirklich in kleinen Gegenständen, wie zum Beispiel also bei kleinen Lochen, bei kleinen Löchern, wie zum Beispiel bei so einem Einkaufswagen, dass man sich da richtig schön festhakt. Wenn ich das rausbrenne, seht ihr jetzt. Wow. Heiß! Neuer Tag, neues Glück. Ich muss hier ehrlich sein, so nach einem Tag Gedenkzeit zu diesem Projekt hier, muss ich sagen, dass das vielleicht eher aussieht wie ein Anker. Naja, vielleicht haben die da mit ihrem Boot die Möglichkeit, das Teil hier als Anker zu benutzen oder als Enterhaken. Was mir gerade einfällt, ich habe mir noch ein bisschen Arbeit in die Werkstatt geschoben, das zeige ich da mal kurz. Bevor ich dir das zeige, kurz als Information, ich habe mir ein mobiles Blockbandsägewerk gebaut, aber so wie es da derzeit hier auf dieser Palette steht, ist es ganz und gar nicht mobil. Also ein Bandsägewerk, damit kann man Bretter schneiden und jetzt zeige ich dir, wie ich dieses Teil mobil bekomme. Das ist nämlich die Arbeit, mit der ich heute noch anfange. Hier siehst du einen Anhänger, den werde ich jetzt auch noch die nächsten paar Tage umbauen als Plateauanhänger, damit dann hier das Bettgestell auf den Anhänger drauf kann. Und dann habe ich aus meinem Sägewerk, was auf einer Palette steht, ein mobiles Sägewerk gemacht. Ich bin gespannt, was die Leute vom TÜV sagen. Hier der ganze Rotz kommt weg. Also wie gesagt, das hier ist das Bettgestell. Das geht jetzt hier von hier bis eigentlich ganz vorne. Eventuell schaut sich der Fritz Meinecke ja dieses Video hier an. Wie gesagt, das hier ist das Sägewerk. Das habe ich komplett selbst gebaut. Es hat, als noch keine Farbe drauf war, hat es ein bisschen russig ausgesehen. Aber ich glaube, deswegen mag ich es auch umso mehr. Ist eine kleine Killermaschine. Aber ich denke, das wäre vielleicht ganz interessant, in seinem Wald ein paar Bäume zu Bretter zu schneiden. Ja, vielleicht schaut das sich ja an. Wäre ganz witzig. Jetzt geht's aber mit dem Enterhaken weiter. Da muss nämlich noch ein bisschen Farbe drauf. Ich liebe ja Hammerschlaglack. Diese ganzen alten Maschinen sind meistens mit Hammerschlaglack lackiert worden. Und das hier ist in dem Fall schwarzer Hammerschlaglack. Das ist halt ein Strukturlack. Und wenn der dann ausgehärtet ist, dann hat der so eine geile Struktur. Ich zeig's dir mal gleich an einer alten Maschine. Wir werden aber keinen schwarzen Hammerschlaglack benutzen, weil ich kann mir vorstellen, wenn der im Wasser liegt, nee, das ist kein Argument. Grün ist auch so dunkel. Ich kann mir vorstellen, dass grün schöner ist. Das beschreibt es vielleicht ganz gut, oh Mann. Das Ding ist, ich habe hier diesen Schiebeschlitten selbst gebaut. Das war echt ganz cool. Und den habe ich auch mit Hammerschlaglack lackiert. Den habe ich mit Hammerschlaglack lackiert. Das Coole an dieser Tischkreissäge ist halt auch, dass ich hier diesen Schiebetisch, den habe ich selbst gebaut. Den habe ich auch mit diesem Lack lackiert. Und dann fällt das halt gar nicht so auf, dass das Bauteil hier quasi selbst gebaut ist und gar nicht von der Maschine original stammt.
Ist das ernsthaft zweimal eingepackt? Es hat sogar funktioniert. Wie geil ist das denn? Ich denke mal, dass diese Form auch echt nicht verkehrt ist, weil er liegt halt sehr, sehr flach und wenn man ihn dann zieht man halt eigentlich alles, was sich dann da drin verhängt, schön mit. Das Projekt ist fertig. Ich erkläre dir vielleicht mal noch ganz kurz, warum ich einen Enterhaken gebaut habe. Für die Leute, die das andere Video wahrscheinlich nicht kennen. Also, der Fritz Meiniger hat ein Video gemacht, wo der in einem Fluss mit ein paar anderen Jungs Müll geangelt hat. Da waren unter anderem E-Scooter, Fahrräder, Einkaufswagen, sogar einen ganzen Roller haben die einmal rausgeangelt. Und dabei ist denen halt öfters sind die Haken von den Enterhaken mal abgebrochen oder waren ganz verbogen. Bedeutet, sie konnten das am Schluss nicht mehr machen, weil die kaputte Enterhaken hatten. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich habe eh eine neue Fräsmaschine, ich will das so ein bisschen probieren und aus dem Grund baue ich einfach mal so einen richtig massiven Enterhaken. Da hast du vielleicht ein Video, wo du ein paar coole Maschinen siehst, ein paar coole Prozesse und die können ein bisschen länger Müll aus einem Fluss angeln, weil der halt eben nicht kaputt geht. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass der nicht kaputt geht, weil wenn sie das hinbekommen, dann wäre ich echt sprachlos, aber vielleicht sieht man das ja auch mal in einem eigenen Video. Genau. Also, mein kleiner Beitrag dafür, dass der Fluss vielleicht nochmal ein bisschen sauberer wird, weil der Enterhaken hier sollte nicht kaputt gehen. Genau. Du findest aber das Video, worum es geht, auch in der Videobeschreibung. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir solche Arten von Videos gefallen, wenn du den Kanal abonnierst, denn ich mache das Ganze hier hauptberuflich. Und genau, dann verpasst du meine nächsten Videos nicht. Ich habe noch jede Menge Zeug hier im Hintergrund stehen, das ich fertig machen muss. Deswegen, da kommen noch einige Projekte. Das soll es aber für das heutige Video mit dem Projekt gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, verlinke dir hier noch zwei Videos und wünsche dir nochmal einen schönen Tag. Yes, tschüss.